Token Run Fake, also der Quarterback streckt nur kurz den Ball raus. Man flutet das äußere Drittel zwischen Nummern und Seitenlinien. Wenn der Quarterback sieht, oh, da vorne ist alles gecovert, muss er nicht ganz zurückkommen. Bekommt den Ball, täuscht an, ist ein Lauf durch die Mitte. Was passiert? Piekt das Ding, ob du Downtown Bobby Brown gehen kannst. Touchdown. Hallo, guten Tag, liebe Football-Freunde. Es ist wieder Zeit für die Football-Bromance-Taktik-Schule. Heute mit einem interessanten Thema, und zwar Play-Action-Passing-Game. Bevor ich anfange, wie immer, am Ende liken, abonnieren, Glocke nicht vergessen. Was ist Play-Action-Passing-Game? Play-Action ist, ich täusche einen Lauf an, ziehe die Verteidiger damit nach vorne, besonders die auf dem zweiten Level, wie die Linebacker und Safeties, ziehe ich nach vorne, um dann dahinter den Ball zu werfen. Also Lauf antäuschen und dann den Ball werfen. So, wann ist das gut? Dritter Versuch und kurz, wenn alle einen Lauf, wenn du einen Lauf erwartest, täusch den Lauf an, wirf den Ball. Zweiter und kurz, dritter und kurz, gute Downs für Play-Action. So, ich habe euch mal hier was mitgebracht aus Two-Back, da ist Jakob Johnson als Fullback, weil die Raiders benutzen auch tatsächlich, sind ein Two-Back-Play-Action-Team. Und ich will euch drei Varianten mitbringen. Einmal ein Outside-Flood, ein Middle-Flood und ich könnte sagen, ein Reverse-Flood. So, was bedeutet das? Fangen wir an mit dem ersten Szenario. Dritter und eins. Du rechnest mit dem Lauf, aber du täuschst ihn nur an und wirfst den Ball. Bread and Butter Play in der NFL folgendes. Fullback sieht aus wie ein Off-Tackle-Lauf. Die Offensive Line blockt jeder aggressiv sein Gap nach innen von der Strong Side. So, der Fullback läuft auf den Defensive End zu. Sieht aus, als würde er ihn blocken. Der verzögert, läuft an ihm vorbei, läuft in die Flats. Der Tailback kriegt nur einen kurzen Token-Run-Fake, also der Quarterback streckt nur kurz den Ball raus und attackiert den Defensive End und cuttet sein inneres Bein. Bop, runter damit. So, warum nimmt man auch diese Art von Protection bei diesem Outside-Flood bei Dritten und Eins? Weil du bei Dritten und Eins kriegst du tatsächlich Linebacker, die innen blitzen, viel Druck ausüben, damit du drin, inside, wo der Druck am schnellsten zum Quarterback kommt, damit du da sound bist, stabil, nimmt man diese Art von Protection. Also, Fullback in die Flats. Was macht der Tight End? Der Tight End nimmt Outside Release und läuft eine sogenannte Sail-Around. Das ist keine Corner-Route, das ist nicht 10, 12 Yards und dann zur Pylon, zur Corner der Endzone, sondern die Sail-Around beginnt so bei 12 Yards zu segeln Richtung Seitenlinie und endet 18 Yards tief an der Seitenlinie. So, der Outside Receiver läuft entweder ein Post oder einen sogenannten Fade. So, das Ganze, ihr seht es schon, man flutet das äußere Drittel zwischen Nummern und Seitenlinie. Deshalb heißt das auch OSF, Outside Flood. Ist verdammt schwer zu spielen, weil einer muss das tiefe Drittel covern. Viele denken, okay, es ist ein Lauf, besonders hier. Linebacker und Strong Safety reagieren auf den Lauf. Fullback kommt in die Flats. Dahinter kommt Intermediate, sozusagen die Sail-Route. Und der Z-Receiver läuft die tiefe Route. Was läuft der auf der Backside? Boom, Inside Release, Push to 12, Wrap 6. Der kommt sozusagen ins Bild. Spät, wenn der Quarterback sieht, oh, da vorne ist alles gecovert, muss er nicht ganz zurückkommen, sondern hat in der Mitte dann des Feldes, bis er all seine Reads hier durch hat, hat er den Dick. So, was liest der Quarterback? Quarterback liest, und ich mache das nochmal für weg, beim Outside Flood liest er den Flat Defender. Der Corner wird ein Drittel haben oder Man. Drittel, Drittel oder Man. Das ist der Read für den Quarterback. Der Fullback läuft sofort in die Flats. Dahinter haben wir ja die Sarah. Der Receiver nimmt sozusagen take the top off the coverage, nimm die tiefe Coverage raus. So. Der Quarterback liest das wie folgt. Du sagst deinem Quarterback eigentlich beim dritten und kurz liest du kurz zu tief. Wenn es zweiter und eins ist, liest du tief zu kurz, weil du hast ja noch einen dritten Versuch. Sagen wir es dritter und eins. Oder sagen wir unabhängig davon, du liest den Flat Defender. Rennt der sofort raus und covert den Fullback in die Flats, kannst du einen drauf lassen, dass dieser Verteidiger, der Nächste, der ja auch auf den Lauf reagieren muss, niemals unter diese Sail-Route kommt. Nicht in 100 Jahren.
Weil nach Alignment ist er ja schon 1-2 Meter innerhalb vom Tight End. Wenn der da rausfliegt, werfe ich die Sarah. Gewinnt der Tiefe, kommt unter die Sarah, werfe ich den Ball zu Fullback sofort. Bei 3. und 1 hat ein First Down. Außer Jakob lässt den Ball fallen. So, wenn es 2. und 1 ist, sagst du deinem Quarterback, peak the fade. Na, weil manchmal machen auch Cornerbacks, oh, ist ein Lauf. Peak das Ding, ob du Downtown Bobby Brown gehen kannst. Ansonsten findest du den Strong Safety, den Flat Player Read, High, Low gegen den Safety. Einer ist Low vorm Safety, der andere ist High. Outside Flat, 3. und 1. Kommen wir zum nächsten. Das war Outside Flat, 3. und 1. Das nächste, Play Action, Play, ist auch ein Flat-Konzept, ist ein First Down Call zum Beispiel. Action ist anders, laufen die Raiders auch. Slide Drop sieht aus wie ein Lead Play, wie ein Pound Draw. So, die Offensive Line hat die vier Dicken und den Will, die achten auf den Will. Fullback Jakob Johnson hat den Mike, dann läuft er in die Flats. Okay, der Tailback hat den Sam, läuft dann Checkdown. So, sieht erstmal aus, der Quarterback bekommt den Ball, täuscht an, ist ein Lauf durch die Mitte. Was passiert? Die Jungs kommen alle nach vorne. Die spielen Deep Coverage. Also die Linebacker, die Underneath Coverage, muss das respektieren, kommt nach vorne. So. Dieses Konzept ist ein sogenannter Middle Flat. Und ich mache jetzt mal wieder die Defense weg, damit ihr nicht verwirrt werdet von den gelben Routen. Der Ex-Receiver läuft eine sogenannte Big Six Route. In der NFL 18, 20 Yard tief Dig Route. Also 18 Yard, 90 Grad Winkel über die Mitte. Der Tight End, Jab Step, oh, und läuft ein Shallow Cross. 5, 6 Yards tief, nicht mehr. 5-6 Yards tief. Der Z-Receiver, 12 Yard Post. So, jetzt wird der eine oder andere sich fragen, sag mal, das ist doch auch eine Art von Flood. Ja, wir fluten die Mitte, weil du hast wieder ein Low, hier den Tight End, Low, Medium, High oder Tief. Da flutest du die Mitte des Feldes. So, ganz wichtig zu verstehen, wie liest der Quarterback diese Passroutenkombination? Der erste Read ist der tiefe Safety. Okay, während meines Fakes mache ich das, täusche an und ich sehe die ganze Zeit den Safety. Wenn der kurz verzögert oder nach vorne kommt, weißt du, die Cornerbacks spielen ja in Cover 3 auf der Außenschulter vom Verteidiger. Wenn der verzögert oder nach vorne kommt, let it rip. Wirf den Ball zur Goalpost, lass deinen Z-Receiver rennen, weil sein Quarterback hat Outside Leverage, Touchdown. Spielt er diszipliniert und backpedalt, gehen meine Augen zu meinem Secondary Read. Das ist mein erster Read. Der Weakside Linebacker hier ist mein zweiter Read. Also, Augen gehen, Safety, oh, der backpedalt, wo ist der Will Linebacker? Da ist er, den gucke ich an. Weil der hat jetzt die Wahl. Und in den meisten Fällen machen Linebacker, reagieren erstmal auf den Lauf. Oh, scheiße, ist gar kein Lauf, Play Action. Oh, da kommt ja ein Tight End direkt vor mir. Hier, quer übers Feld. Den nehme ich. So, was passiert dann, wenn sie den nehmen? Weil die spielen ja eigentlich hier, dieser Linebacker spielt ja eigentlich Curl to Flat. Aber der spielt ja erstmal den Lauf und dann beißen Linebacker auf alles das, was du ihn hinwirfst. So sind Linebacker gepolt. Spielt er den Shallow Cross, hast du da hinten eine riesen Lücke hier, weil keiner in der Curl Zone ist oder in der Curl Dig Zone und wirfst in dieses Fenster 18, 20 Yards tief. Backpedalt der und spielt das diszipliniert und kommt erstmal unter den Curl, ist keiner mehr hier, der den Shallow Cross spielt. Simpel. Also, Progression bei dem Middle Flood. Täuscht den Lauf. Meine Augen sind beim Safety. Der verzögert kurz, let it rip. Der spielt Backpedal das Ganze, Augen gehen sofort auf den Weakside Linebacker. Der ist gierig, greift sich den Shallow Cross, wirf ich direkt hinter seinem Arsch, ding, 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 ding. Big Six, die Dig Route. Der spielt diszipliniert, der spielt diszipliniert, der spielt diszipliniert. Kein Problem, sobald der Tight End diese Hashmark überschritten hat, ist da kein Arsch mehr. Dump him the ball,
let him run. Middle flat. Einen habe ich noch. Für die Alten unter euch, Otto Walkes. So, auch wieder dritter und kurz. Du kannst natürlich auch nochmal einen Flat zur Weak Side laufen. Manche nennen es auch Reverse Flat, wo du ISO antäuscht, Fullback läuft in die Flats, er läuft tiefe Post Route oder ein Fade, Tight End läuft die Over Route, Aiming Point wieder 18 Yards tief an der anderen Seitenlinie, Big Six, wir täuschen Isolation Play an und wieder ist eigentlich das Konzept ähnlich, weil es ist wieder ein Middle Flat, wir haben wieder hier in der Mitte High, Medium, Low. Also eigentlich ist es gar kein Middle Flat, weil es ist ein Outside Flat, weil hier drüben passiert alles. So, passiert nicht auf der Strong Side, passiert auf der Weak Side. Wieder ist es simpel. Ich lese einmal kurz diesen Safety. Wenn der verzögert und besonders wenn diese Overroute kommt, nach vorne kommt, die spielt, bing, 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 werfe ich den Post. Spielt der diszipliniert. Fein, nimmt der den Post weg, der Corner läuft da auch mit. So, dann habe ich aber hier die beiden Jungs, die nach vorne kommen. Und wie immer lese ich dann auch bei dem vorher diesen Outside Linebacker. Spielt der den Fullback in die Flats? Ha, ich habe ihn. Oh, es läuft. Ah, ich laufe mit, weil ich spiele auch die Flats. Sobald der Tight End hier beim Mike Linebacker vorbei ist und der wird hier nach vorne kommen, seht ihr, wie groß die Lücke ist, wenn der hier mit dem Tight End läuft und jetzt steht auf einmal der Will Linebacker hier. Und der Mike Linebacker steht hier. Riesenlücke für die Overroute. Bing, 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 bing. Easy money. Outside Flat auf der Weak Side. Gutes Play bei 2 und 3. Also bei Short Yard ist das ein gutes Play. Selbes Konzept. Wenn hier alles downbreakt und du findest keinen, hast du immer den Backside Dick. Weil wenn sie es perfekt spielen, muss der da runter. So, der reagiert auch, aber sobald der muss eigentlich die Curl spielen, sobald der Dick an dem Sam Linebacker vorbei ist, ist das nächste große Fenster. Also in Zone könntest du es eigentlich nicht stoppen, außer du hast so einen Raketen-Pass-Rusher wie Björn Werner, aber dann hast du keine Zeit. So, das war mit Play-Action zur Strong-Side, Outside-Flat, Middle-Flat, Reverse-Outside-Flat. Da haben wir es. Nächstes Mal müssen wir, glaube ich, in der Offense über Bootlegs und Nakeds sprechen, vielleicht sogar Waggle. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es wird jetzt langsam knusprig. Ich hoffe, ihr bleibt mit mir, weil auf eins könnt ihr euch verlassen. Wenn ihr dabei bleibt, seid ihr im Herbst nicht NFL-Experten, sondern Football-Experten. Und bis dahin, macht's gut, euer Coach Isuma.